Servus zusammen und willkommen am Deich zur zweiten Folge von der Butchern, unser neues Projekt am Deich. Und ich bin hier unterwegs mit dem Klaas. Bisschen Grasarbeit haben wir ja schon gemacht. Ich bin noch nicht ganz fertig, aber ich will auf jeden Fall dafür sorgen, dass unsere Hühner jetzt erstmal auch was zu futtern bekommen. Und dann haben wir ja noch diesen kleinen Außenstall, diesen kleinen Kuhaußenstall, wo wir ja drei Kühe haben. Und ich will mal sehen, was das ist. Ich meine, die haben jetzt im Moment einen Wert von 60 Euro das Stück. Und wir werden ein bisschen was investieren, damit die zumindest größer und wertvoller für uns werden. So, wir fahren hier Richtung Deich. Und früher oder später werden wir uns auch Gedanken machen, ob wir hier vorne diese Felder, diese Schafweiden direkt am Deich dann auch übernehmen, kaufen und hier dann noch weitere hoffentlich Einnahmen generieren können. Denn es wird ja nicht ganz einfach. In diesem Projekt fangen wir sozusagen bei Null an. Mit einem kleinen Startguthaben, mit noch keinen Feldern, noch gar nichts, keinem Hof. Den haben wir dann kaufen müssen. Und wir kaufen jetzt hier Geräte nach und nach. Und deswegen geht es jetzt auch zum Händler, denn dort habe ich bereits wieder Maschinen und Gerätschaften bereitgestellt, die wir jetzt gleich dann brauchen. So, hier ist er, der Händler. Und ich habe schon mal ein bisschen Futter hier für unsere Kühe, Mischration. Dann habe ich hier für unsere Hühner auf jeden Fall auch Futter. Dann brauchen wir definitiv noch Stroh. Es hilft nichts, denn wir werden die nächste Zeit kein Stroh selber anbauen können, denn dafür haben wir nicht Geräte. Dann natürlich hier den Lifthaken, einen Strautmann, der uns helfen wird, das ganze Material in den Hof zu bringen. Und dann habe ich hier noch eine Palettengabel. Da müssen wir mal schauen, wie wir dann, ob wir das hier dann auch noch draufkriegen in der Kombi. So. Erstmal hier rein in den Glas, dann holen wir uns erstmal den Lifter und wir gehen mal rüber zu unseren Kühen und da muss ich mich dann jetzt auch erstmal orientieren, weil mit diesem, ja ich weiß gar nicht wie das heißt, Tunnel, wo da hier die Kühe diesen Kuhstall darstellt, wie das hier funktioniert, bin ich noch nicht ganz auf dem Laufenden. Das werden wir uns gleich ansehen. So, ich denke jetzt einfach mal, dass wir mit den Radgewichten alleine doch hoffentlich zurechtkommen. So, delay. So, und ich hoffe doch mal, dass wir hier wieder ordentliche, genau. Weil wir hatten ja schon mal auch diese Gummizug-Big Bags. Das haben wir diesmal nicht. So, hier können wir, glaube ich, auch raus. Jetzt muss ich doch mal überlegen. Das hier ist, glaube ich, eine Kalkstation. So, man muss ein bisschen gucken. Ich glaube, von rechts kommt ja nichts. Wenn, dann kommt alles von links. Dann fahren wir hier jetzt mal durchs Dorf. Und zu unseren Kühen. Und das müsste ja hoffentlich funktionieren, dass wir denen hier diese Mischration direkt einwerfen. 600 Euro. Das heißt, der Liter 1 Euro. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Hier sind wir. Und jetzt bin ich mal gespannt, wo wir das einwerfen. Jetzt geht's hier rein. Mal schauen, ob das sich hier bereits vert... Ah, ja, okay. Wird schon genommen. Das Big Bag leert sich bereits. Sehr schön. Dann schauen wir mal hier rein zu unseren Hups. Hier zu unseren Kühen, die 3 und 599 Liter. Okay, soweit passt das. Dann brauchen die Stroh und dann produzieren die Gülle. Ich denke, hier wird die Gülle rauskommen. So, hier sind unsere drei Kühe. Hier wird die Milch sein und hier können wir noch weitere Tierchen kaufen. Wie viel passen denn hier überhaupt rein in Summe? 40 Stück. Oh. So, jetzt bin ich der Meinung, dass wohl hier dann vermutlich sich Mist bildet, weil hier ist ja auch ein Trigger. Und hier drüben, denke ich, kommt bestimmt das Stroh rein. Wir werden es sehen, wir werden es sehen. Jetzt fahren wir erstmal hier durch und holen noch das zweite Big Bag. So, dann fahren wir mal hier. Das hier ist der Tierhandel. Kommen wir hier? Nein, hier geht es nicht rein. Wo ist denn der Weg? Ah ja, okay, dann müssen wir hier dran vorbeifahren, Richtung Deich wieder.
ums Dorf herum und da ist dann auch noch irgendetwas. Ach stimmt ja, die Mühle, da ist ja diese schicke, schicke Mühle. Okay. Wunderbar. Ah, und da geht es dann darum. Okay, hier ist der Deich. Ah, und ein kleiner Yachthafen, wenn ich das richtig sehe. Okay, wunderschön. So, okay, da kann man natürlich nicht durch. Dann erst nochmal zum Händler. Hier ist eine Einbahnstraße. Von rechts kommt nichts. Dann holen wir noch das zweite Big Bag. Und dann schauen wir, wie wir das mit dem Stroh machen. So, dele. Okay. Dann machen wir mal unsere Kühe glücklich. Denn wie gesagt, auch wenn die jetzt nicht viel Material liefern, noch überhaupt gar kein Material, sprich Milch. So, ich hoffe, da ist frei. Müssen wir oder können wir auf jeden Fall dafür sorgen, dass sie ein bisschen ja, wertvoller werden zum Verkaufen. Weil 60 Euro ist jetzt natürlich gar nichts. Dann brauchen wir die überhaupt nicht verkaufen. Und wir haben jetzt 600 Euro, 1200 Euro mit einem Ballen. Ja, lasst uns mal 2000 investieren. Wenn die Tierchen aber dann 1000 Euro... schauen wir mal. So, da kommt auch einer uns entgegen. So, okay. Das Ganze klappt wieder. Sehr schön. Ja, und jetzt bin ich mal gespannt, wie wir das machen mit dem Ballen. Weil den einen Ballen, ich bin mir gerade mal überlegen, brauchen die eigentlich unbedingt Stroh, damit es denen gut geht? Ach, die fahren dann hier rechts rum und ab und zu fahren die... Okay, jetzt habe ich es verstanden. Das sind dann die, die zurückkommen. Die fahren dann hier auch rechts rum. Sehr schön. Okay, so ist also hier die Wegfindung. So, wie machen wir denn das jetzt? Jetzt probieren wir mal einen Ballen, weil ich habe jetzt die Palettengabel da und die Palettengabel will ich ja eigentlich dann für den Hof. Wobei, wir müssen mal schauen, wir haben leider hier jetzt nicht den Luxus, dass wir hier schon einen Stapler haben, so wie an der Galgenberg. Und deswegen müssen wir hier auch dann höchstwahrscheinlich Anbaugeräte noch platzieren. Denn am Anfang müssen wir alles selber machen. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob wir den Ballen hier aufspießen können. Jetzt können wir den überhaupt auseinander... Ah ja, den kann man fahren. Das ist gut. Von Stoll, glaube ich. Okay. Okay, 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 sehr schön. Ja, müssen wir mal ein Auge zudrücken. Ist vielleicht nicht die feine englische Art. Ja, das ist natürlich hier auch so eine Sache, ne, mit dem Verkehr. Also wenn kommt er von links und von links sehen wir natürlich ganz, ganz schlecht. So, und wenn wir das dann erledigt haben, dann packen wir den Strautmann voll mit unseren kleinen, kleinen Geschenken. Zum Beispiel auch eben für unsere Hühner. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das so geht. 5000. Oder müssen wir den hier tatsächlich einwerfen? Ja, ich denke, wir werden den einwerfen, oder? Oder nimmt er den auch hier? Das macht es natürlich einfach, aber wo ist denn der jetzt hin? Wo ist denn der jetzt hin? Theoretisch müsste es doch irgendwo... Ach du Schande, sieht man da jetzt ein ganz, ganz kleines bisschen Stroh hier? Naja, okay, also Nahrung 1200, Stroh 5006. Okay, wir schauen uns das Ganze mal hier drin an. Ja, das wird wohl erstmal reichen. Ich meine, es sind drei bescheidene Tierchen und jetzt hoffen wir, dass die Gesundheit nach vorne geht. Bei den anderen am Hof, da tut sich schon was, genau, da haben wir schon Gülle, Milchproduktion sogar und auch schon den ersten Mist. Gut, weiter geht's.
Jetzt machen wir es uns ein kleines bisschen einfacher, weil ich habe hier den Strautmann mit Autoload-Funktion für die Ballen. Denn wenn wir mal früher oder später anfangen sollten, auf unserem Hof, auf unserem Gelände, dann auch mit Ballen zu arbeiten, das ist jetzt natürlich noch nicht absehbar. Denn eine Presse ist im Moment noch zu teuer für uns. Ist es aber von Vorteil, wenn wir schon einen entsprechenden Strautmann haben. Auf der anderen Seite brauchen wir natürlich hier die Palettengabel und die Flachvariante, sozusagen die Lieferwagenvariante hier von dem Strautmann, damit wir natürlich die Eierpaletten wegbringen können. So, wobei davon wird es natürlich auch nicht so viele werden. Jetzt schauen wir mal. Ja, Augenblick. Transportstellung. Na? Ja, so. Und kriegen wir die jetzt so aufgenommen? Nein. Ich bin etwas irritiert. Warum nimmt er denn die Ballen nicht? Der müsste doch Rundballen machen. Tja, wenn es blöd läuft, müssen wir die von Hand draufpacken, ne? Ja, stopp. So, erstmal den Anhänger weg. Okay. Ja, es geht ja, es geht ja. Huch. Ja, ich bin jetzt aber irritiert. Aber gut, wir werden das dann noch antesten. Boah. So, jetzt, oder? Okay. Och, nö. Ach was, jetzt macht das. Oh. Okay, okay, okay. Dann nehmen wir mal die zwei hier zusammen. Bringen die zum Anhänger und dann schauen wir mal, ob er die gleich sich schnappt. Wäre ja okay. Das ist ja immer so bei mir die Kompromisslösung mit dem Autoload. Dass man dann sagt, okay, man bringt es hin. Und dann schnappt er sich die nicht. Okay, dann werden wir ihn wohl doch draufheben müssen. Kann das sein? Ah ja, okay. So. So kann ich damit leben. Wunderbar. Dann nehmen wir noch das Material hier mit. Weil das brauchen wir, das Siliermittel. Hier ist es ja ein bisschen verschenkt. Wir wollen ja nicht jedes Mal hierher fahren, wenn wir unser... So, jetzt schauen wir mal. Zusammen. Okay. Wir wollen ja nicht jedes Mal hierher fahren. Ja, ein bisschen jetzt haben wir's. Dann packen wir das auch auf den Wagen, nehmen die Ballen. Ja, mit dem Stapelgabler wäre das jetzt alles einfacher. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Oh ja, das passt aber gerade. So, jetzt wollen wir mal Folgendes. Achtung, Achtung, Achtung. Okay, na. Spanngurte. Einmal. Ach, der macht dann die Ballen keine Spanngurte. Naja, das ist natürlich jetzt... Weil ich würde jetzt gerne Folgendes machen. Ich würde das jetzt gerne hier ablegen. Okay, wenn ich hier... Ja, so geht's auch. Schauen wir mal. Spanngurt. Ja, hebt es. Wir werden sehen, ob das Ganze auch hebt. Dann packen wir als Nächstes die Big Bags drauf. Und dann geht's zurück zum Hof. Dann bekommen die Hühner ein bisschen Futti Futti. Und dann gehen wir hoffentlich auch gleich in die Eierproduktion. So, und dann können wir auf jeden Fall noch einen Ballen einwerfen.
für unsere Kühe. Ja, und dann haben wir auf jeden Fall auch Stroh, um eben Mischration herzustellen. So, erstmal heben, heben, heben. Okay, das sollte doch so passen. Sehr schön. Ah, der Strautmann Universal, der gefällt mir sehr gut. Genau das Richtige hier für den Anfang. Den können wir ja dann noch ein bisschen modifizieren mit 4000, 8000 oder sogar 12.000 Liter Volumen. Falls wir dann mal loses Material kaufen oder benötigen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich überlege gerade, dann machen wir das vielleicht doch lieber so. Ja. Ja. Du wirst doch jetzt nochmal runterkommen hier, oder? Bitte, bitte, bitte. Dann machen wir das einfach so. Haha, Trick 18. Ja, dann werden wir den hier vorne drauf lassen. Dann werden wir den hier vorne drauf lassen. Okay. Spanngurte, Arbeitsmodus wechseln. So. Ah. Auch wieder so ein bisschen gewöhnungsbedürftig vorne mit dem Frontlader, weil man den eben nicht in jeder Position bedienen kann. Oh ja, da kommt was. Wir machen mal die Rundumkennleuchte an und dann zurück zum Hof und dann schauen wir mal, dass unsere Kühe auch versorgt sind. Ich meine, das ist schon okay, das passt so, dass wir hier das Futter, das Hühnerfutter gleich vorne drauf haben. Dann können wir es auch gleich reinwerfen, das passt dann. Sehr schön. Und zum Glück ist es ja nicht die Map der großen Wege, der weiten Wege. Also hier sind wir mal relativ gut unterwegs. Und schnell unterwegs. Sind ja nicht allzu viele Felder, aber die Felder sind jetzt auch nicht klein. So, der fährt dann hier rum. Das ist interessant. Okay. So, da sind wir auch schon wieder am Hof. Da geht's rein und sehr schöne kleine Allee. Rundumkennleuchte ausschalten. So, wir hängen erstmal ab. Und damit meine ich den Anhänger. Jetzt schauen wir mal. Ich glaube, das muss da vorne rein. Das ist so eine Art Silo. Yep, er nimmt's. Sehr schön, sehr schön. Dann gucken wir doch gleich mal rein. Und schon wieder falsch. Die Hühner. Oh, da passt aber viel rein. Da passt aber sehr viel rein. Okay. Aber wir brauchen nur Getreide. Im Gegensatz jetzt zu Galgenberg, wo wir ja auch mit Food Plus spielen. Da bräuchten die Tierchen ja auch noch Mais. Aber hier reicht das Getreide. Sehr gut. So, dann werden wir dir noch mal ein kleines bisschen vorziehen. Okay, Spanngurte lösen. Okay, sehr schön.
Dann ist der Anhänger gleich mal entlastet auf der Hinterachse. Nicht, dass er uns wieder rumkippt. Okay. Na. Jetzt fließt es raus. Sehr schön. Wie sieht's aus? Ah ja, da wird schon noch einiges reinpassen, aber ich denke mal nicht, dass 10 Hühner, 11 Hühner hier uns jetzt die Haare vom Kopf fressen werden. Sehr gut. Sehr, sehr schön, Freunde. Und damit soll es auch wieder schon für diese Folge gewesen sein. Also, ihr seht, es geht hier auf der Butchern richtig weiter. Wir haben jetzt hier unsere Kühe am Start. Wir haben unsere Kühe im kleinen Kuhhof oder im Außenhof am Start. Und wir haben unsere Hühner jetzt auch versorgt und noch ein bisschen Stroh geholt. Also, das wird langsam hier mit dem Hof. Ich freue mich schon auf die nächsten Folge. Ich hoffe, ihr auch. Und sage bis dahin, tschüss, ciao, cheerio, bis zum nächsten Mal.